Sie ist endlich da. Nintendos, aber die muss das so machen. Neuer Versuch. Sie ist endlich da. Nintendos neueste Nintendo Switch Konsole. Im Mario Kart 8 Deluxe Pack. So. Dann werfen wir doch mal einen Blick hinein. Wie gesagt, das war nur das Cover, doch jetzt geht's endlich los. Muss man von hier hinten aufmachen. Ach nee, von da. Ich bin so blind. So, hier sieht man das. So, hier halt aufmachen. Gut, und hier sind halt die einzelnen Sachen drin. Gut, ich komme von diesem Code. Kann ich mir vielleicht das Spiel holen? Gut, und dann haben wir hier drei Stationen. So, wir kommen jetzt erstmal zum Teil. Wir packen das mal aus. Ist halt ein ganz normaler TV-Bildschirm. Hier steckt man das Game rein. Hier kann man Musik hören. Hier kann man lauter oder leiser einstellen und da kann man es aus und da kann man es an- oder ausschalten. So. Und hier hinten ist ganz praktisch. Kann man das einfach hinstellen. Ja, ist jetzt nicht die beste Funktion. Und dann kann man damit zocken. Und hier unten, steht halt noch was. Hier kann man die, glaube ich, laden oder so. Keine Ahnung. So. Kommen wir jetzt zu den Joy-Cons. Das hier, der rote, ist der Plus-Joy-Con. Warte, ich wollte mal raus. So, ist halt beliebig wie bei der Wii U. Hat man halt Y, X, A, B. Und hier das Plus. Steht für den Plus-Joy-Con. Dann hat man hier SR und SL. Das sind neue Tasten. Hier kann man auf den Home-Button drücken. Dann hat man hier oben noch. Dann hat man hier oben noch R und ZR. Gut, der Minus-Joy-Con ist blau, wie alle wissen sollten. Ja, der hat auch SL und SR. Der hier hat das Steuerkreuz. Der hier hat L und ZL. So. Legen wir die jetzt mal zur Seite. So, jetzt kommen wir zum besten Teil der Switch. Und zwar das hier ist nämlich die Ladestation. Also ist hier da unten. Kann man es reintun. USB. Und so weiter. Sehr praktisch. Stellen wir mal dahin. So, und jetzt kommen wir zum Controller. So, wie ihr seht, damit kann man momentan nicht spielen. Aber da muss man nämlich die Joy-Cons reintun. Hier musste man. Ging das nochmal? So. Hineintun. Und so. Hineintun, da kann man halt so zocken. Ist sehr praktisch, auch vom Aussehen her.
Sehr geil. Warum stehst du da? Ich guck noch. So. Und wenn man das hier rein macht, dann kann man das mitnehmen. Das ist halt der Controller. Ja. Wo lädt man das Ding auf? Ja, mit dem Ding. Achso. Ja, das ist halt die Ladestation. So, und hier sind noch die Da US. geht aber an, guck. Lol. Und hier sind halt noch die Achso, USB-Teile. bis, guck mal, man muss erst das Ding den Dinger da machen. Ja, machen wir gleich. So, und hier sind halt die USB-Teile, wo man das aufladen kann. Und das muss man, glaube ich, in den Fernseher stecken. Wir werden das jetzt mal kurz ausprobieren. Ja, das. So, Leute, ich zeige euch das einmal kurz. Deutsch natürlich. Region Europa. Bitte liest das Dokument. Wichtige Informationen oder weiter? Wobei eigentlich weiß ich ja schon alles, ne? Ja, dann mach weiter. Netzwerksuche, lol. Ist es das? Ja, sicher ist das das. Jetzt muss ich den Code da. Hast du den Code? Oder soll ich den holen? Hier ist der. Hallo, hier ist doch der. Ach ja, da ist er auch, ja. Okay. Na, warte mal, Leute, ich kann das noch mal kurz. Und Leute, das Beste ist, wenn man die Joy-Cons an den an das Dings hier einmal, dann macht das genauso ein Geräusch wie bei dem echten Nintendo Switch, wie bei der echten Nintendo Switch. Jetzt passt auf. Warum hat das jetzt nichts gebracht? Na egal. Beim anderen aber. Passt auf. Habt ihr gehört? Ja, ich habe aber momentan noch keine Dings drauf. Oder, ach so, der ist nicht richtig drinne. Hier. Habt ihr das gehört? Richtig nice. Shit. Ja, eure Meinung zu der Nintendo Switch in die Kommentare. Ich feiere es auf jeden Fall und freue mich sehr auf den ersten Part von Let's Play MK8DX, meine lieben Freunde. Ciao.